Erst als die anderen drei Wächter gezeigt wurden, habe ich übrigens die Namen verstanden. Kapuriki, weil es ein Hühnchen ist. Caputoro, weil es ein Weil Stier es ein ist. Stier ist, ja. Und Capufalla, weil es ein Phallus ist. Nein, nur ein Schmetterling. Ach so, okay. Und Capufini ist ein Delfin. Ah, ja, klar. Macht Macht Sinn. Sinn, ne? Ja. Piu! Was für ein Glück! Fast hättest du wieder deine Kraft eingesetzt. Du weißt doch, dass du das nicht sollst. Erinnerst du dich nicht mehr, wie sehr dich das beim letzten Mal geschwächt hat? Ich möchte das nicht wieder mit ansehen müssen. Aber eigentlich müsste ich mich wohl bei dir entschuldigen. Damals hast du deine Kraft nur eingesetzt, um mich zu beschützen. Jetzt wäre ich an der Reihe gewesen, dich zu beschützen. Aber ich war völlig hilflos. Piu! Oh. Was hast du? Piu, piu! Laserkanone. Ein glitzernder Stein, er fühlt sich ganz warm an. Oh, entschuldige. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Du hast uns sehr geholfen. Erstmal, wer bist du? Das ist unwichtig. Dieser Stein, er gehört dir, oder? Ja, Ja, gib ihn mir natürlich. bitte wieder. Ja, ich sammle doch Steine. Was? Du erhältst das Item Glitzerstein. Ernsthaft? Glitzerstein wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Bitte verrate niemandem etwas von Wölkchen. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du es für dich behalten könntest. Komm, geh bitte wieder zurück in die Tasche. Mensch, für sowas benutzt man eigentlich Pokébälle. Ja, aber Lili möchte ja kein Trainer sein. Das weiß man ja schon aus dem Beschreibungstext. Sie verabscheut Pokémon-Kämpfe. Also, ich möchte nicht, dass Wölkchen noch einmal etwas zustößt. Tut mir leid, dass ich dich so überfalle, aber könntest du uns wohl zum Dorfplatz begleiten? Und dir uns und dir all und nee, und uns all dein Geld geben? Gib mir all dein Geld. Okay, aber bitte nicht schießen. Piu, piu. Aber ohne Spaß, Mädel, man stellt sich erstmal vor, wenn man jemanden kennenlernt, ja? Wie unhöflich ist Genau. das? Naja, sie macht das ja nicht mit Absicht. Man fragt sie ja und dann Ja, und trotzdem weicht sie verrät sie einem den aus. Namen. Ja. Bullshit. Hey, Hildegard! Den Inselkönig hast du nicht gefunden, wie es aussieht. Aber dafür hast du schon meine Assistentin kennengelernt. Schön. Sie hilft mir, die Kinder Kinder anzulocken. einzufangen, wenn sie mal wieder Ich störe euch ausbrechen. einander aber gerne auch noch mal richtig vor. Oh. Also, das hier ist meine Assistentin. Ihren Namen kenne ich nicht. Oh. Wie, mein Name ist Lilly. Lilly, das ist Hildegard. Sie ist ganz frisch nach Alola gezogen. Um genau zu sein, ist sie gestern erst hier angekommen. Wäre schön, wenn du ihr das eine oder andere zeigen könntest. Von dir. Du bist eine Bekannte von Professor Kukui? Freut mich, dich kennenzulernen. Schaut Schaut nur. nur! Wer Hala, unser Inselkönig ist zurück! Der Mann, der vom Schutzpatron auserwählt wurde! Er ist in ganz Alola für sein Talent als Pokémon-Trainer bekannt. Ho, Der sieht aber nicht aus wie ein König. Doch, der hat voll die amtliche Plauze. Ja. Was ist hier los? Hab ich irgendwas verpasst? Hala, wo haben Sie denn bloß gesteckt? Ich bin meinen Pflichten als Inselkönig nachgekommen. Ich war auf meinem königlichen Porzellanthron. Wenn es irgendwo auf Melimele Probleme gibt, ist es meine Aufgabe, sie zu lösen. Ich habe auf dem Weg hierher Kapuriki am Himmel gesehen. Gab es hier irgendwelche Vorfälle, während ich fort war, Lilly? Ja, ich wollte Ihnen gerade davon erzählen, Hala. Mein kleiner Freund wurde auf der Hängebrücke von einigen Habitak angegriffen, doch dieses Mädchen hier ist ihm zu Hilfe geeilt.
Aber dann ist die Hängebrücke plötzlich mit beiden drauf eingebrochen. Um ein Haar wären sie in die Tiefe gestürzt, doch der Schutzpatron hat sie gerettet. Wow, unglaublich. Hut ab, achso. Hut ab, Kapuriki. Kapuriki ist zwar dem Namen nach unser Schutzpatron, aber es hilft nicht jedem. Du musst sein Herz bewegt haben. Ja, von links nach rechts. Kukui, diese junge Dame hat viel Mut und Fürsorge bewiesen. Das muss belohnt werden. Zum Dank bekommt sie ihr erstes eigenes Pokémon von mir. Im Gegenzug würde ich mir wünschen, dass sie piep den Pfad eines Pokémon-Trainers einschlägt und der führt nun mal zuerst in meine Hose. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Hala, der Inselkönig von Mele Mele. Willkommen in der Alola-Region. Kukui hat mir schon von dir erzählt. Ja, ich war mehr Fan von Brawl. Ja, ich auch. Eigentlich Mele soll ja unter den Competitive-Spielern wirklich so das einzige echte Super Smash Bros. Sein. Na gut. Ja, ich stehe auf den Subraum-Emissär. Ja, Kukui hat mir schon von dir erzählt. Es freut mich, dich kennenzulernen. Kommt, meine kleinen Pokémon, ihr wollt sie sicher auch willkommen heißen. Schwupp. Aus einem Ball macht drei. Was würde ich gerne privat spielen? Hier hätten wir zuerst Bautz, ein Pokémon vom Typ Pflanze. Au! Als nächstes darf ich dir Flammiau vorstellen, ein Pokémon vom Typ Feuer. Und zu guter Letzt hätten wir hier noch Robball, ein Pokémon vom Typ Wasser. Gut gemacht. Benutzt. Oh, Robball. Also wer Robball nimmt, der würde auch... Nee, ohne Spaß, wer Robball nimmt, der würde auch Playmobil spielen. Na und? Ey, da wird eine so schöne Entwicklung draus. Ah, nimm doch Robball, mein Gott. Ich weiß es nicht. Flammiau oder Robball? Ich meine, Flammiau... Bei Flammiau weiß ich, wer dieses Pokémon nicht nehmen würde. Ja. Aber ja, sie apropos, kämpft die würde sie. Was? Was? Die kämpft sehr stark mit sich. Ach so, ah. Ja, aber was würde sie denn nehmen, wenn Flammiau nicht. Flammiau. Okay, dann nehme ich Flammiau, dann haben wir das Trio zusammen. Jawohl. Ja. Fällt deine Wahl auf das Feuer-Pokémon Flammiau? Wenn ja. Der da drauf fällt, ist Flammiau doch platt. Ja, dann fahren wir jetzt mit dem Prozess fort. Wohin denn? Ja. Oder nee, folgen Sie dem, folgen Sie der Handlung. Boah. Ja, erinnert mich an eine Anekdote aus der Uni, wenn die passt. Erinnere mich dran, dann bring ich sie ein. Okay, du hast dich für Flammiau entschieden. Okay, gut, dann erzähl mal. Ja, pass auf, wir haben in der Uni einen, der ist mit Nachnamen Woll und dann war so Anwesenheitsliste, Dozent geht alle Namen durch und dann so Woll und ich rufe dann rein Adonde. Spanisch spitz. Ich habe so diese Angewohnheit, ich vergesse immer, dass ich nicht im privaten Umfeld bin und das nicht meine Friends sind, sondern halt so vernünftig Uni-Shit. Aber das ist gut gewesen. Ja, nicht so gut wie die Wildcats-Geschichte, aber immerhin. Ja. Na gut, da kommen wir irgendwann mal drauf. Bitte nicht. Es handelt sich allerdings erst um eine wahre Partnerschaft, wenn der Partner, den du dir ausgesucht hast, wenn du bei deinem Partner in der das passt gerade bei einer Katze. Ach so, wenn er auch dich auswählt, okay, na dann. Ansonsten wäre der strafbar. Genau. Wird es uns lieb haben? Werden wir diese Muschi bekommen oder nicht? Jetzt habe ich es gesagt. Du weißt ja, wie das läuft. Einfach die Pussy anpacken, das darfst du ja, wenn du berühmt bist. Oh. Willst du einen TikTok? Ey, Vorsicht, du redest hier gerade schlecht über eventuell den neuen amerikanischen Präsidenten. Ja, stimmt. Werden wir ja dann vor 2 Wochen wissen, wie die Wahl ausgegangen ist. A huge wall around Alola. Oh Mann. Ja klar, natürlich. Das ist dann Präsident Mangunio.
and we let all the Kanto people pay for it. Dann wollen wir mal sehen, ob Flamjau dich als Partnerin anerkennt. Make Alola great again. Flamjau schaut dich prüfend an. Ne. Miau. Lauf weg. Lauf weg. Solange du kannst. Oh. Du hebst Flamjau liebevoll hoch. Aber leider nicht am, leider nicht am Rande einer Klippe. Ah, Flamjau. Ja, aber das passt jetzt gerade wirklich. Ich meine, es ist eine Katze, wie, fast wie ein Löwe. Ja, ja. Also müssten wir es eigentlich Simba nennen. Das Feuerblumen Flamjau zuckt mit der Nase. Oh, Flamjau hat dich als Partnerin akzeptiert. Jetzt, wo ihr euch gegenseitig auserwählt habt, seid ihr zwei für immer Freunde. Als nächstes in eine Box packen und freilassen. Möchtest du dem Flamjau einen Spitznamen geben? Ja, aber ja, was? Ja. Wir nennen das bitte Hulk Hogan. Insider-Witz. Oh ja, oh ja. Gute Idee, ich nenne es wirklich Hulk Hogan. Ja, bitte ich doch drum. Ja, natürlich. Also diesem Wunsch kann ich nichts entgegenbringen. Das kriegen wir hin. Wer den Witz nicht checkt, guckt sich bitte die letzte Entwicklung an. Soll ich noch zwei Ausrufezeichen dahinter machen? Na, Ausrufezeichen nicht nötig. Nee, muss nicht sein. Soll sich ja in den Text integrieren. Hulk Hogan, jawohl. Hulk Hogan wurde in dein Team aufgenommen. Das hat der nicht mehr gehört seit 20 Jahren. Flamjau also, ja? Piu! Warum bist du schon wieder so zappelig? Solange Hanna und der Professor in der Nähe sind, bist du sicher. Aber das ist nur eine Ausnahme. Du musst immer brav in der Tasche bleiben, ja? Solange die beiden Professoren in der Nähe, der Professor und der König da in der Nähe sind. Ja, weil die vergreifen sich ja nur an Kindern. Gibt doch übrigens dieses bekannte Lied von denen, ne? Who let the Cosmog out? Piu, 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 piu. Linke, du hast eine gute Wahl getroffen. Bitte pass immer auf dein Pokémon auf. Ja, und schlepp es nicht in einer Tasche. Klasse, Hildegard. Ab heute kannst du dich Trainer nennen. Und zu diesem Anlass bekommst du von mir ein kleines Geschenk. Es ist verpackt, direkt in meiner Hose. Ja. Du erhältst den Pokédex. Der Pokédex ist ein ausgeklügeltes Gerät, das automatisch Einträge für alle Pokémon erstellt, die du auf deiner Reise triffst. Dein neuer Partner Flamjau wurde bestimmt auch schon registriert. Wirf ruhig mal einen Blick darauf. Okay. Ach so, jetzt sehe ich das auch. Ja. Und dann habe ich noch einen Trainerpass für dich vorbereitet. Du weißt, als Professor bin ich berechtigt, Ausweispapiere auszustellen, auch für Ausländer. Aber ich würde sagen, du solltest schnell nach Hause gehen und deiner Mutter deinen neuen Begleiter vorstellen, meinst du nicht? Und Flamjau auch. Ja, also das ist mein neuer Freund, Professor Kukui. Er hat ein Sixpack. Und die 20 Jahre Altersunterschied fallen kaum auf. Oh, oh. Oh nein. Der schon wieder. Schon hey, wieder? Du. Hey du, hast du Lust auf einen Pokémon-Kampf? Der ist schwarz, der redet nicht so. Hey du. Was geht ab, Digga? Okay, gerne. Hoho, nicht so voreilig. Bevor man jemandem zum Kampf Pokémon-Kampf herausfordert, sollte man sich vorstellen. Gib mir doch. Oh, das hab ich doch glatt vergessen. Also, ich bin Tali, der Enkel von Inselkönig Hala. Ist das rassistisch? Nee, gar nicht. Ich find das mein nur so Partner Pokémon ist Bautz. Mensch, dein Flamjau sieht aber auch total cool aus.
Wie gesagt, wir müssen unbedingt endlich gegeneinander kämpfen. Spricht so nicht. Nein, ich weiß. Okay, ich hab's wieder. Ja, aber wie soll ich ihn denn? Oder willst du ihn sprechen, wenn du es besser kannst? Hey, ganz ehrlich, das... Nein. Sowas können wir nicht machen. Nein. Das war noch schlimmer als deins. Oh ja, stimmt. Nee, ich hab keine Ahnung. Bitte mach du. Na, ich weiß nicht. Der sieht wirklich so ein bisschen so. Denke ich. Ehrlich gesagt, habe ich dich schon überall gesucht, weil ich einfach nicht warten konnte. Nee, aber es klingt zu seiner Puppe noch kuckuck. Ja. Ich schaue mir Kämpfe nur sehr ungern an. Ich mag es einfach nicht mit anzusehen, wenn Pokémon sich verletzen. Bussi! Aber ich werde dich anfeuern. Hey, was sagst du gerade über mein Flamiau? Ich mag keine Pokémon-Kämpfe, aber ich werde dich anfeuern, wenn du Pokémon verletzt. Hui, das wäre dann dein erster Pokémon-Kampf. Ganz schön aufregend. Denk immer daran, dass die Wahl der besten Attacken über Sieg und Niederlage entscheidet. Ich hoffe, du nimmst die Herausforderung meines Enkels an. Ich hab gerade gelesen, meines Ekels. Wenn ihr beide euer Bestes gebt, könnte es ein wahrlich fesselndes Duell werden.